Schön, dass Sie da sind. Zurück in unserem Videokurs. Es geht um Businesswertstrategie, die wir entwickeln mit mehreren Modulen. Ein Modul davon ist das Modul Ziele entwickeln fürs Unternehmen, für sich selbst als Berater. Und damit steigen wir heute ein. Teil 1 Ziele. Es sind insgesamt 10 Kurzvideos. Und Sie können dazu unterhalb dieses Videos auch herunterladen das Ziele Workbook, 165 Seiten von mir, mit Worksheets, mit denen Sie dann auch entsprechende Dinge entwickeln können. Legen wir los mit unserem Thema Ziele, Part Nummer 1. Bei den Zielen ist natürlich das, was dahinter steckt, wo wollen wir hin, das Thema Businesswert entwickeln, für unser Unternehmen, für unsere Firma, für unser Beratungssystem, das wir aufgebaut haben, ist natürlich wichtig zu wissen, dass wir Dinge zusammenbringen müssen. Also nicht nur betriebswirtschaftlich oder firmentechnisch denken, sondern eben auch die privaten Ziele mit dazu packen. Und der Spruch, den Sie hier neben mir sehen, also hier die Geschichte, die ist wirklich hochspannend, weil sie tatsächlich zutrifft. In etwa 25 Jahren als Berater, Trainer, Coach habe ich das immer wieder feststellen dürfen, dass es tatsächlich so ist. Wenn du wirklich etwas willst, findest du einen Weg, willst du es nicht, wirklich, findest du Ausreden. Ich weiß nicht, wie viele Ausreden Sie schon für sich gefunden haben, also ich in meiner Laufbahn schon x Ausreden. Ich bin so ein Mensch, der Dinge nicht so gerne tut, die ihm nicht so passen, ja, und die schiebe ich dann schon gerne vor mir her. Insofern oft mit Ausreden nicht dahin gekommen, wo ich hin wollte. Heute läuft es ein bisschen anders. Steigen wir ein in unser System und schauen uns das etwas genauer an. Das Grundsystem, das haben Sie im Video Warum schon kennengelernt. Wir starten mit Zielen, wir arbeiten von innen nach außen mit Zielen und mit Werten. Wir starten dann und gehen weiter zur Positionierung. Es folgt Storytelling am Ende, Marketing und Vertrieb, die pragmatische Umsetzung. Und schlussendlich ist die Bewegung tatsächlich vom inneren Kern Ihres Unternehmens, den wir entwickeln gemeinsam, nach außen zu gehen. In unserem Part Ziele heute Teil 1 vom positiven Zehren. Was bedeutet vom positiven Zehren? Wir neigen ja so zum Jammern, also insbesondere in Beraterbranchen, Trainer, Coaches, Finanzdienstleister, habe ich das schon sehr häufig erlebt. Die Situationen um uns herum, gerade im Finanzdienstleistungsbereich, sind auch nicht so wahnsinnig positiv zu bewerten. Die Branche entwickelt sich komisch für den Berater da draußen. Die Anforderungen steigen, die Digitalisierung, die Globalisierung und so weiter und so fort. Alles Dinge, die nicht gut sind. Aber Jammern ist leider ungesund. Es triggert die falschen Hormone, wenn Sie so wollen. Dauerjammerer denken negativ, werden das, was sie denken, unter dem Strich, wenn sie immer nur herumnölen, wie man auch so schön sagen kann, dann wird es auch nicht besser. Schluss damit wäre eine gute Idee. Sie haben es schlussendlich in der Hand. Vom Finanzdienstleister dürfen natürlich auch jammern, denn die Situation in dieser Branche ist jetzt nicht so wirklich auf goldenen Federn gebettet. Zum einen haben sie ein System, das wollen wir mal so bezeichnen, als Bösewicht ihnen um die Ohren fliegt. Wie vorhin schon erwähnt, Globalisierung, Digitalisierung, Behörden, EU mit neuen Herausforderungen, Politik, Gesellschaften, die ihr Süppchen kochen und nicht unbedingt immer für den Berater da sind. Weiterhin ein äußeres Problem. Umsätze gehen zurück. Sie verlieren vielleicht auch die Motivation, weil sie sich so viel ärgern müssen, möglicherweise. Sie verzetteln sich auch im Tagesgeschäft. Die Anforderungen sind dort ja auch gestiegen. Der Service bei den Gesellschaften wird schwächer, lässt nach. Da wird halt mehr auf Digitalisierung Wert gelegt. Also insofern wird es an der Stelle auch nicht gerade einfacher. Sie haben auch ein inneres Problem, möglicherweise. Also viele haben das. Das habe ich kennengelernt in den Coachings und Trainings über die Jura Direkt Akademie. Viele wissen einfach nicht, wie sie es anpacken sollen. Sie sind unsicher. Sie sind teilweise auch überfordert, weil nicht so ganz klar ist, wohin bewegt sich der Markt. Stichwort Provisionsdeckelung, Stichwort weitere Behördenauflagen und ähnliche Dinge. Also kein klarer Plan für die Zukunft. Das sind jetzt natürlich Grundvoraussetzungen. Wenn die so in einem mitschwingen, dann hat man schon hin und wieder Grund, mal jammern zu dürfen. Jetzt ist dann aber auch gut. Und da zitiere ich immer sehr gerne Larry Winchett, ein amerikanischer Provokationscoach, der sagt, halt einfach den Mund, hör auf zu heulen und fang jetzt endlich an zu leben. Also übersetzt aufs Business, hau endlich rein, entwickle dein Geschäft in eine Richtung, in die du das gerne haben möchtest, gib Gas und dann wirst du das schlussendlich auch
erreichen. Allerdings stehen wir uns oft selbst im Weg und dazu eine kleine Geschichte, warum der Hund nicht trinken konnte. Also, es war einmal ein Hund und dieser Hund steht vor einer Pfütze, es ist extrem durstig und möchte trinken und er schaut in diese Pfütze und sieht einen fremden Hund in dieser Pfütze, erschrickt und reißt aus. Er geht immer wieder zu dieser Pfütze hin, zu dieser Wasserlache und will trinken und sieht jedes Mal diesen verdammten fremden Hund, hat Angst davor und reißt immer wieder aus. Dann wird der Durst aber so groß, dass er sich überwindet und tatsächlich in die Pfütze hineintritt und trinkt und plötzlich verschwindet dieser fremde Hund. Tja, woran lag's denn jetzt? War es eine echte Gefahr? War es wirklich ein Riesenproblem, das da auf ihn zukam? Nein, es war seine Interpretation des Bildes der Situation. Und es geht uns oft selbst so. Und vielleicht nehmen Sie das als kleine Metapher mit, mal darüber nachzudenken, was hemmt Sie denn so, den nächsten Schritt zu gehen, mal was zu wagen, in eine entsprechende Richtung hineinzuschauen. Schauen wir uns das, was in der Folge passiert, einfach wieder genauer an. Sie haben mit Sicherheit eine ganze Menge Dinge schon gut gemacht in Ihrem Leben. Dazu machen Sie bitte mal eine Übung und nutzen dazu auch dieses Buch, das Sie sich herunterladen können als PDF-Buch und schreiben auf, was war denn schon toll, was haben Sie denn schon erreicht, was hatten Sie für gute Erlebnisse. Was fällt Ihnen zu den folgenden spontanen Fragen denn ein? Was ist gut in Ihrem Leben aktuell und was war es bisher? Wofür sind Sie dankbar? Gibt es da etwas? Gibt es da vieles? Gibt es da weniges? Auch interessant, mal diesen Gedanken zuzulassen. Auf was können Sie bauen, was Sie schon erreicht haben? Was hilft Ihnen vielleicht, den nächsten Schritt machen zu können, das nächste Ziel zu erreichen oder endlich das tun zu können, was Sie sich schon immer wünschen? Was machen Sie gut und was machen Sie gerne? Und das können Sie unterstützt mit diesem Ziele-Workbook einfach mal in Ruhe nach diesem Video, irgendwann im Laufe der nächsten Zeit, vielleicht bevor Sie sich das nächste Video anschauen, mal in Ruhe notieren. Nehmen Sie sich 10 Minuten Zeit, das genügt und es wird Sie weiterbringen. Sie werden am Ende dieses Prozesses 10 Videos und kleine Aufgaben zum Thema Ziele einen ganzen Schritt weiterkommen sein. Modul 1, Ziele klären. Wir haben das Positive mal dargestellt. Ich habe Ihnen eine kleine Metapher mitgegeben. Gebt die Empfehlung, das jetzt mal selbst schriftlich niederzulegen, was war bisher gut in Ihrem Leben, inwieweit können Sie davon zehren. Und im nächsten Video schauen wir uns an, Leidenschaft als Basis für das Erreichen von Zielen. Ich freue mich dann, Sie im nächsten Video wieder begrüßen zu können.